Hallo Leute, willkommen zum nächsten Part von Let's Play Pokémon Ash Gray Edition. Ja, im letzten Part sind wir hier stehen geblieben an diesem wunderschönen Kampf hier. Liga-Vorbereitung hieß das, glaube ich. Und wir wollen jetzt gegen das Relaxo antreten. Da sind wir beim letzten Mal aufgehört. Mal gucken, ob ich das in irgendeiner Form schaffe, gegen Relaxo anzutreten. Weil Relaxo doch ein besonderer Fall von Pokémon ist. Und es hat mich gerade... sowas zurückzug. Das ist nicht nett. Ich bin mal gespannt, was ich dagegen überhaupt machen kann. Na gut, da... ja, sollte nicht viel, habe ich mir fast gedacht. Ja, was mache ich denn? Das ist, oh Gott, Walter. Böse, böse. Ja, es bringt wenigstens ein bisschen, dass es paralysiert. Ich habe keinen Plan, was ich gegen das mache. Ich weiß gar nicht, was lockern. Ach, das ist, warst du, genau. Aber Walzer, es ist echt übel für mich, weil das ja bekannterweise immer stärker wird, gerade durch, ein ganz bestimmtes Pokémon in der zweiten Generation, nämlich das Miltank von Bianca. Sollte sie eigentlich die meisten Pokémon-Spielen im Begriff sein. Dass das Ding nicht, dass Walzer nicht nett ist. So. Ah, ich spreche mich gerade wieder dumm und dämlich. Ah, aber wir schaffen es sogar fast. Haben wir noch irgendwelche Tränke in Super Potion? Haben wir noch andere? Oder war das das? Ja, es war das. Okay, dann setzen wir mal den Super Potion ein. Super Potion. So, bisschen, wenigstens kleines bisschen aufgefüllt. Bevor dann dieser Elder Wallout wieder kommt. Aber das Gute ist, Wallout muss ununterbrochen ausgeführt werden. Also jeder Schlag muss sitzen. Sonst funktioniert das nicht. Und wir haben ihn gleich besiegt. Was eine Wohltat. Dieses verdammt bulkige Relaxo, ey. So. The second battle is finished. Ich glaube, da kommt noch mehr, oder? Und das finale Kampf. Genau, das waren irgendwie drei Kämpfe oder so. Gegen diesen Typen hier. Pidgeotto. Okay, Tauboga. Was mache ich gegen Tauboga? Ist eigentlich am leichtesten, da wieder mit unserem Magneton zu agieren. Aber Magneton ist halt nach wie vor so ein bisschen angekratzt. Aber ich möchte doch zu Magneton wechseln. Weil es das mit am meisten Damage macht. Weil und es... wahrscheinlich Blutzeug. Ja, Blutzeug. Natürlich Blutzeug. Welches Pokémon soll denn auch sonst rauskommen? Dann muss ich wieder zu Magneton wechseln. Double Edge? Was ist denn Double Edge? Also auf jeden Fall was, was nicht sehr effektiv ist und selber Schaden macht. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was das ist für eine Attacke. Ja, das wenigstens one-hitten wir. Und ein... ah, da können wir auch am besten mit dem Magneton draußen bleiben. Also Blitzer ist auch so eine Kandidat, der die anderen beiden ganz gut ausnoggen kann. Hier irgendein Item, was... anscheinend nicht. Schade, ich hätte sonst die IP wieder hochgepaut. Doch, da ist ein Elixier. Da ist doch eins. Was? Was hat das denn jetzt gemacht? Ist nicht wirklich effektiv, ist aber eine nervige Attacke scheinbar. Es hat anscheinend alles irgendwie aufgefüllt, naja. Ja, gut, damit kann man leben. Ich weiß jetzt halt nur nicht, was das dritte ist. Da habe ich noch ein bisschen Bangel vor.
Wir sind natürlich immer noch paralysiert, was nicht gerade das Beste, der beste Zustand ist. Aber wir haben wenigstens Jolteon besiegt. Und damit ein paar Punkte gekriegt, was wunderschön ist. Und sogar Level 51 in einer, wo die eigentlich nicht entwickeln sollen, war Poeron. Ist das nicht... Es ist Aquana. Das ist ein... Das wäre nett gewesen, hätte ich die richtige Attacke gerade eingesetzt. Obwohl, Eis brachte ja nicht so viel genau. So ein Spark. Das wird wahrscheinlich deine Fluchtwert senken. Nee, Verteidigung. Okay, Aquana, du kannst es auch mal lassen, bitte. Hau ich dir nämlich jetzt einen Spark um die Ohren. Da er nicht mal komplett ausreicht. Schade, schade, aber immer ein paralysiert. Immer ein paralysiert. Ja, ich glaube, Aquanas und Gegner, das schaffen die anderen beiden auch noch. Irgendwie. Sein, wir sind. Ah, okay, wir sind schneller. Das sollte eigentlich jetzt auch reichen. Genau. Da haben wir es geschafft. Wunderbar. Mein Magneton ist das Beste. Das dritte Kämpfchen ist zu Ende. Dein Test ist gehört. Deine Resultate. 83%. You may now enter the Pokémon of Banage. Please take back the Pokémon you bought. Dankeschön. Keine Ahnung, aber wir haben unsere Pokémon wieder und denen geht's eigentlich halt noch ganz gut. Gut, dann gehen wir mal wieder weg von hier. Keine Ahnung, wo wir weiter können. Ach, hier ist ein Trainer. Hallo! Das ist Simon mit Radikal, okay. Los, mein... Nee, ich werde zurückrufen. Los, Relaxo. Go, Relax. Wenn der Geschwindigkeit wird gesenkt, ist das nicht nett. Naja, Ruxukim ist jetzt nicht das Sinnvollste gegen einen Relaxo, weil das Ding ist sowieso relativ langsam. Aber na gut. So, damit bist du besiegt. Was kommt als nächstes? Nidorino, okay. Nochmal Pisasam rausrufen und dann wieder wechseln. Nidorino, was mache ich denn gegen Nidorino? Ja, ich will mein Glück nicht herausfordern, ehrlich gesagt. Deswegen werde ich mal mit Shiggy kämpfen. Ah, Bubble Beam. Ein Double Kick. Okay. Nochmal ein Bubble Beam. So, das wäre auch geschafft. Und 29 für Pisasam. Schön. Und da können wir sogar Pisasam einsetzen, eigentlich. Können wir mal versuchen, nicht? Wenn nicht, holen wir Shiggy wieder raus. Weil es sollte jetzt nämlich ein Georock sein, wenn... Georock, genau. Genau, wir haben ja Rasierblatt. Können wir ja ganz gut was gegen tun. Sogar ziemlich, ziemlich gut. Busch. Und damit ist Georock besiegt. So, bitteschön. Dein Team wurde auch besiegt. Dann gehen wir mal hier weiter. Was ist denn hier noch? Da ist wahrscheinlich auch noch ein Trainer. Genau. Hallo. Deine Pokémon sind wirklich stark, meinst du? Glaubst du oder meinst du? Mal schauen.
Truck mit einem Tragosso. Tragosso mag ich immer nicht gegen kämpfen, weil Tragosso eigentlich mit die tragischste Geschichte in Pokémon hat. Also das quasi der Schädel, den er auf den Kopf hält. Bone Meringue, oh, das ist ein cooler Name. Den Schädel, der auf den Kopf tritt, der kommt von seiner verstorbenen Mutter in dem Falle. Was ich mich gerade frage, gibt es denn unter den Knorkers eigentlich überhaupt männliche Vertreter? Weil normalerweise sagt er immer Mutter, aber... Obwohl, jetzt müssen ja sowieso... was rede ich denn da? Müssen ja sowieso zwei Pärchen sein. Und Vulpix. Okay, da werde ich mit Shigi kämpfen. Der ich zwar auch bestimmt Relaxo einsetzen können, aber was soll's. Können wir auch mal hier mit Shigi angeben, das schon Level 36 ist, oh mein Gott. Und ein Golbat, okay, das wird Pikachu erledigen. Los, Pikachu! Gegen Golbat. Ja, irgendwie ist das ein langweiliger Gegner für Roman. Aber dank dem Thunderbolt ist sowieso jeder... Oh, es hat sogar überlebt. Oh mein Gott. Was ist das für ein Golbat? Das ist das immer umwalmende Golbat. Hätte ich eigentlich auch Quick Attack machen können? Ach, egal. Und das war sehr effektiv. So. Five-Star Booting Center. Using Pokémon Love Power to raise your Pokémon. Love Center? Okay, was kann ich mir darunter vorstellen? Ist das die Zucht? Das ist die Zucht, okay. Das muss ich gerade überlegen, war ich hier schon mal? Ja, was ist hier? Das ist eine Bar. Hallo! Ich bin der Weltchef hier. Total. Du, okay, er gibt mir eine Beere, wenn ich ihm ein Pokémon zeige, ein gewisses. Okay. This is so long, I've been working forever. Du bist, glaube ich, vorm Ende der Route, soweit ich das gerade richtig gesehen habe. Oder die geht einfach nur 6 Stunden. Und Persian, also Snobbly Cat möchte mir als Gegner vorgesetzt werden, okay. Dann setze ich mal Snorlax ein. Headbutt. Batsch. Und damit ist er weg. Ich liebe mich auch noch. So. Was haben wir denn hier? Cinnabar Island. Was ist denn Cinnabar Island? Das werden wir uns gleich mal anschauen. Wahrscheinlich die Zinnoberinsel. Aber das Boot liegt noch gar nicht ab. Was? Okay. Aber ich habe hier doch irgendwie schon alles erledigt, oder nicht? Oder kann ich hier noch was machen? Raptor. Irgendwie nicht. Irgendwie möchte ich das nicht. Ja, jetzt gerade am überlegen, wie es jetzt weitergehen soll. Aber irgendwie... Bird is not leaving quit yet. Come late back later. Okay, irgendwie nichts mit Zinnoberinsel. Kein Plan. Aber, obwohl, eigentlich haben wir den Ort von der Zinnoberinsel ja schon. Oder nee, doch nicht. Das ist, wäre denn nämlich der gute Pyro. Der siebte Arena-Leiter. Da bin ich also im Überlegen, wie geht's jetzt weiter? Wie ging's in der Story weiter? Das war ja der Puppenhaus-Wettbewerb da. Wer das beste Puppenhaus hat. Da ist ein Pokémon-Center.
Dann sind wir hier. Genau, das war die ganze Strecke mit Jesse und James. Das ist der Grand Buck Canyon. Das ist jetzt, ich bin immer wieder überfragt. Bin ich oben eigentlich schon einmal lang gelaufen? Also wirklich oben. Das ist hier. Genau, das war die Geschichte mit Porenta. Geht's hier lang? Nirgends, das ist Poké Center. Das war die Geschichte mit Pisasam und den entwickelten Pisasams. Und ich bin sowas von überfragt. Ich muss aber nicht das Examen zu 100% bestehen, oder? Ich hoffe nicht. Das war genau die Vorschule. Was ist hier denn? So, you want to train a Poké like me? Okay, ich muss gegen Schwester Joy antreten. Okay. Die hat wahrscheinlich hier 6 Vulkanos. Da will ich aber nicht mit Pisasam vorne bleiben. Definitiv nicht. Da habe ich nämlich keine Lust zu. Werde ich das mal mit Relaxo probieren. Ich werde gerne Surfer finden. Weil dann können wir mit Relaxo nämlich ordentlich was machen. Weil er dann nämlich Surfer erlernen kann. Und Surfer ist halt eine gute Attacke. Eine grundsolide Attacke. Ja, wie ich befürchte, sie wird wahrscheinlich jetzt 6 Vulkanos haben. Und ganz, ganz vielleicht ein Arcani. Aber warten wir ab. Warten wir es einfach ab. Naja, diese Kämpfe, die sind so spannend manchmal. Ich kann mir nichts Spannenderes vorstellen. Aber eigentlich liebe ich Pokémon. Also Pokémon, das ist halt so eine Sache, da bin ich mit groß geworden. Habe ich aber bestimmt schon mal erwähnt. Also Pokémon ist einfach so eine Reihe, die kann man immer spielen. Das Problem ist, ich habe im Moment nicht so die große Lust dazu, die aktuelle Gen zu spielen. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ich bin auch schon vor der Liga. Ich stehe da schon komplett vor. Also ich habe das Spiel schon relativ lang gespielt. Ich habe das auch schon seit dem Release Pokémon Sonne. Pokémon Mond habe ich genau. Aber ich finde halt nicht die Freude gerade daran, das Spiel weiterzuspielen. Es liegt hier an der Liga oder so. Ich probiere das ja nicht mal richtig. Ich bin einfach nicht in der Laune, das Spiel zu spielen. Und ich weiß nicht, woran das liegt. Oh, ihr Licht. Mach das doch noch langsamer, Vulcano, ey. Kannst du das Relaxo nicht einfach genau kalt machen? Na gut, dann werden wir wohl mit Shiggy weiter agieren müssen. Damit wir diesen Trainer noch schaffen. Diese Trainerin im Officer Rocky. Und Level 37, wie wunderschön. Und noch eins. Hey, was für eine Überraschung. Ich warte das Spiel. Wenn du mir gleich eine Akani versetzt, dann gibt's was. Wenn du meinst, wir sind das lustigste Spieler der Zeit, wir haben auch einen Arcani. Ah, das reicht ja nicht mehr komplett. Es ist leicht enttäuschend. Okay, es ist kein einziges Arcani dabei. So, Flammenwurf, hey, das interessiert Shiggy aber nicht so. Okay, das hat doch mehr Schaden gemacht, als ich gedacht hätte. Da-da.
Das geht doch jetzt sowieso Damage. So, und damit haben wir diesen Kampf besiegt. So, Yay, gewonnen. Nein, Shigi darf sich nicht entwickeln. Du bist ein Shigi. Ash hat sein Shigi nicht entwickelt. Dup, dup, dup. I take dual skill to defeat my police trait. Yay, TM20. Was ist TM20? Keine Ahnung. Naja, Leute. Ich danke, dass ihr rein seid und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Mal wieder von Let's Play Pokémon Ash Grey Edition. Bis dann und bye bye. Ciao.